Ab 01.01.2021 ist für die Bundesautobahn statt Auftragsverwaltung gesetzlich vorgeschrieben Bundesverwaltung vorgesehen. Hierzu werden ein Fernstraßenbundesamt gegründet und eine Infrastrukturgesellschaft für Bundesautobahnen und andere Bundesstraßen. Diese Gründung schafft Probleme, schafft auch notwendige Vorarbeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter später in ihrem Einsatzfeld existenziell bzw. zumindest im sozialverträglichen Bereich betreffen können. Und hierzu ist es wichtig, dass Personalvertretungen und Gewerkschaften eingebunden sind. Ja, Andreas, ich kann das nur unterschreiben. Wir stehen, glaube ich, vor dem größten Umbruch in der Straßenbauverwaltung in der Bundesrepublik. Und NRW als bevölkerungsreiches Bundesland ist natürlich hart betroffen. Unsere Kolleginnen und Kollegen beim Landesbetrieb Straßenbau haben extreme Sorgen um ihren zukünftigen Arbeitsplatz, ihre tariflichen und beamtenrechtlichen Bedingungen. Und da gilt es deutlich klarzumachen, dass wir hier ohne Gewerkschaften einfach nicht für Sicherheit bei den Beschäftigten sorgen können. Ich will das ergänzen. Wir werden uns als Gewerkschaften jetzt in Tarifverhandlungen mit dem zuständigen Verkehrsministerium begeben und für die Kolleginnen und Kollegen Vereinbarungen festlegen, die diese mit größtmöglicher Sicherheit in die Entscheidungsfähigkeit überhaupt erstmal bringen, zu sagen, ja, ich möchte in der Bundesstruktur tätig sein oder ich verbleibe in meiner Straßenbauverwaltung der Länder. Genau dieses ist wichtig, dass die Kollegen Sicherheit haben, dass die Kollegen eine klare Definition ihres Aufgabenfeldes, ihres Standortes und ihres Einkommens haben.